bin völlig entsetzt. Das Bundesverfassungsgericht beanstandet das pauschale Verbot von Kinderehen und sagt, das wäre ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Damit stellt sich das Bundesverfassungsgericht hinter Kinderehen. Kinderehen sind nichts anderes als legalisierte Pädophilie. Nach der Vielehe kommt jetzt dann auch die Kinderehe nach Deutschland. Das ist völliger Wahnsinn, der dem Missbrauch von jungen Mädchen Tür und Tor öffnet. Denn diese Mädchen werden in der Regel dazu gezwungen, eine solche Kinderehe einzugehen. Sie werden vor die Frage gestellt, entweder gehst du diese Ehe ein oder die Familie verstößt sich. Die Mädchen geben im Zweifelsfall dann an, dass diese Ehe angeblich freiwillig wäre, weil sie sonst überhaupt keinen Rückhalt mehr haben. Sie haben keine Familie mehr, weil von der werden sie verstoßen. Sie haben keinerlei sozialen Rückhalt, soziale Absicherung mehr. Sie sind gezwungen, in diese Ehen zu gehen. Und dass sich da das Bundesverfassungsgericht jetzt zum Komplizen der pädophilen Kinderehenverfechter macht, halte ich für einen echten Skandal. Die Kinderehe gehört nicht zu Deutschland. Sie gehört hierzulande pauschal verboten. Wir werden uns im Bundestag dafür stark machen, dass es zu keiner Form der Legalisierung der Kinderehe in irgendeiner Art und Weise in Deutschland kommt.